Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist gerade ein bisschen stürmisch hier. Wir sind, wir sind hier in der Nähe von Lübeck und es hat uns mal wieder zu Karls vertrieben. Und wir sind zum ersten Mal mit euch hier im Karls in Warnsdorf. Also es ist nicht unser erster Besuch, aber zum ersten Mal nehmen wir euch mit. Das ist, glaube ich, das kleinste Erlebnisdorf. Das kleinste Karls, was es gibt, glaube ich. Hier gibt es auch so ein, zwei Sachen, die man erleben kann, aber hauptsächlich sind wir hier, um was zu futtern und ein bisschen zu shoppen. Das zeigen wir euch natürlich einmal. Also uns gefällt es hier gut, direkt in der Nähe auch vom Hansapark. Also wenn ihr hier mal zum Urlaub machen seid, lohnt sich. Aber jetzt ist mir ein bisschen frisch. Jetzt rein. Wir gehen jetzt rein. Los geht's. Ja, bei Karls gibt es ja ein Buffet, das, du kannst dir dann aussuchen, was du haben möchtest, packst dir das auf und am Ende, wenn du deine Wahl getroffen hast, wird das alles an der Kasse gewogen. Bei 100 Gramm kosten 2,10 Euro. Aber es schmeckt gut. Es schmeckt gut, aber da überschätzt man sich manchmal und vertut sich und denkt, oh, ist ja doch ganz schön. Aber es lohnt sich, das Essen ist echt gut. So, dann reinhauen. So, erste Station Essen. Du hast dir ein schönes Schnitzel ausgesucht? Ja. Ja? Eine Erdbeerbrause? Ich versuche mich an eine Erbsensuppe und ein Brötchen dazu. Wir haben jetzt für alles 23 Euro bezahlt. Reingehauen. So, wir haben jetzt lecker gespeist und sind nach draußen gegangen, denn hier draußen gibt es die Traktorbahn. Ich glaube, die gibt es in allen anderen Karlsdörfern auch. Übrigens, Eintritt hier ins Erlebnisdorf ist frei, also ihr müsst nichts bezahlen. Nur die Traktorbahn müsst ihr einen kleinen Aufpreis bezahlen oder ihr habt die coole Jahreskarte wie wir. Da kann man dann so oft mitfahren, wie man möchte. Wir gehen da jetzt rein. Aber halt. Es gibt ja immer noch die Tageskarten bei den anderen Karls. Ja, aber die gibt es hier nicht. In den anderen Karls kannst du eine Tageskarte kaufen, hier jetzt nicht, weil du hast bloß eine Attraktion, die auch preispflichtig ist. Träger fort. Ja. Ja, das ist ganz schön rubbelig. Das Coole ist, dass man ist hier so eingepackt, dass man ein bisschen windgeschützt ist. Sehr cool. Aber wir gucken jetzt mal, was hier noch passiert. Bitte lächeln in 10 Metern. Ja. Oh. 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 Oh
zeig mal, was wir Schönes heute mitgenommen haben. Ein Foto. Heute habe ich ein Foto für dich. Oh, das ist schön geworden. Auch mit einem schönen Rahmen. Ja, das ist schön geworden. Drei Fotos für 3 Euro das Stück. Knapp 3,30, ne? 10 Euro für die 3 bis 10. Ja, das geht doch. Na, hallo. Holz. Steck die Zunge nicht ins Loch. Wie süß hier mit den Spatzen und so. Natürlich auch Kaffeezeit ist, gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Nun Schatz, mit der Jahreskarte hat man hier einen Vorteil, ne? Ja, du bekommst auf Heißgetränke wie Kaffee und Co., Tee und Kakao zum Beispiel oder Trinkschokolade 50%. Cool. Und wir haben uns hier so eine geile Erdbeerlatte gegönnt, die hatten wir schon mal. Da gibt es so ein kleines Erdbeereis dazu. Alles und jetzt reinhauen. So, und nachdem man hier schön was erlebt hat, gehen wir jetzt shoppen. Weil, nachdem wir schön Kaffee und genau, Kuchen gegessen haben. Nachdem es Kaffee und Kuchen gab, ne? Wird jetzt noch geshoppt, denn es gibt hier allerlei zu sehen. Das zeigen wir euch natürlich, was es hier so Schönes gibt. Los geht's! Thank you.
seht, es wird schon langsam duster. Wir haben jede Minute ausgenutzt, die wir hier waren. Haben gerade nochmal ordentlich eingekauft. Und wir wurden natürlich auch beauftragt, gleich wieder was mitzubringen. Ist ja jedes Mal so, wenn einer weiß, die und der fährt nach Karls, wird erstmal eine große Bestellung abgeschickt. Ist wie wenn jemand zu Ikea fährt, gefühlt. Ja. Bring mir das mal mit. Also wir sind hier immer super gerne. Ja, ja. War lecker und entspannt und man ist mal wieder rausgekommen. Und es gibt ja auch viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Also es gibt hier drin auch noch ein Tobeland und draußen eine Hüpfburg, Klettergerüst. Also für die kleineren Kiddies ist ordentlich was dabei. Genau. Und wir Großen hatten auch unseren Spaß. Genau. Du kannst das hier jetzt nicht vergleichen mit den großen Karls aus Rübershagen oder Elstal. Hier hast du lediglich eine Traktorbahn als Attraktion. Eine Achterbahn war ähnliches, suchst du hier vergebens, wird hier aber auch nicht gebraucht. Es ist einfach ein sich eingeschlossenes Konzept, was super süß umgesetzt ist und auch wirklich mal für den kleinen Ausflug für 2-3 Stunden echt zu empfehlen ist. Genau, finde ich auch. Ja. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja. Wenn ja, dann lasst doch einfach ein Like, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.